Hallo und herzlich willkommen zur inoffiziellen Folge 1000. Die Folge 1000 sollte was Besonderes werden, wird es nicht. Ich habe mich einfach, weil ich gerade Zeit habe, um Folgen aufzunehmen und noch keine richtige Idee für das Special, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt die nächsten Tage an einem Special zur Folge 1000 zu basteln. Das heißt, das hier ist zwar die Folge 1000, aber es geht ganz normal weiter mit dem Kapitel Necron und heute erstmal mit dem endlosen Labyrinth. Was ist es? Nee, endlosen, egal was. Und ja, es wird ein Special zur Folge 1000 geben, das vielleicht jetzt mit dieser Folge rauskommt. Vielleicht kommt es ein bisschen verspätet, ich weiß es noch nicht, weil es ist noch nicht mal komplett geplant. Ich will es nur machen, weil 1000 Folgen ist ja schon so ein Ding. So, wir sind hier. Wir wollen in diese seltsame endlose Archiv. Genau, da wollen wir hin. Können wir da hinspringen? Ja. Ich weiß noch gar nichts davon. Außer, dass es wohl nicht schaffbar ist in dem Sinne. Okay, es ist also wirklich nochmal genau dieses Ding. Wir schauen uns mal ganz kurz an, wie es uns geht. Oh, wir haben... Ja, super. Wir sollten vielleicht vorher zum Händler gehen. Weil... Ja, also wir haben scheinbar alles repariert. Das könnten wir aufladen. Das könnten wir aufladen. Der ist okay. So. Und wir springen sofort wieder zurück. Wir. Hallo? Lass mich doch bitte wieder zurück. Da unten. Gut, okay. Gott sei Dank. Das will ja geplant sein. Ich habe es jetzt erstmal gefunden. Ich weiß jetzt, wie wir hinkommen. Jederzeit. Und wir gehen jetzt zum Händler. Ich habe wirklich schlimmes Pech. Ja. Wir gehen den richtigen Weg zum Händler. Wir gehen den... Das Schicksal braucht euch. Ich komme gleich zu dir. Direkt danach komme ich zu dir. Du bist Händler? Jedes Mal, wenn sich jemand über mein... Ja. Nein. Verkauf. So, alles weg. Zack. Wie? Ja, ich hab's vergessen. Ja, von mir aus noch alles reparieren. Ja. Mal wieder drin. So. Verkaufen. Kaufen. Also das mit diesen Dingern vorne dran können wir eh verkaufen. Irgendwie kommt das dann auch alles nochmal in die Sammlung. Kenne ich bereits. Ja. Einrichtung. Hm. Ah, die sind schön. Komm, nehmen wir, lassen wir mal. Zack. Ja, kenne ich schon. Hm. Quatsch. Nein. Weg. Nicht weg. Einrichtung behalten wir erstmal. Natürlich haben wir. Ja, ist der besser? Ist der gleiche. Ist egal. Einrichtung, na komm. Ja, ich kenn's bereits. Ja. Hab ein bisschen gegrindet beim Hexenfest. Da habe ich schon ein bisschen was gemacht. Gottes Willen, was ich ein Zeugs hab von dem ganzen Grinde. Na
Warte mal, ich gehe ein bisschen weiter hoch, da habe ich mehr Übersicht. Naja. Das ist schön. Haben wir. Na, das brauchen wir nicht. Einrichtung Gegenstand, ja, das könnten wir, aber wir sind ja voll ausgelevelt, also. So, 37, das ist doch was ganz anderes. So, wir gehen jetzt tatsächlich in dieses Labyrinth. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis er alles in der Sammlung drin hat. So, jetzt gehen wir mal zu dem Onkel und dann erklärt er uns, was hier Sache ist. Ich gucke noch ganz kurz, bin ich gebufft? Oh ja, noch eine ganze Weile. Ich sollte aber glauben, auch, dass ich mich mit diesem Ärgernis herumschlage. Sollte aber da, auch. Euer Schicksal wandelt durch diese Gänge. Kommt her. Das hier ist 100% mehr. Was haben wir noch? Haben wir noch was Größeres? 2 Stunden 50, 1 Stunde 100. Haben wir noch was Besseres? 1 Stunde lang 150, da haben wir auch ganz schön viele. Dann nehmen wir die doch. Weiß nicht, ob es sich lohnt, aber egal, zack. Es bleibt keine Zeit für Höflichkeiten oder Verhöre. Toad Replicanum beschwört Maligraphien. Tintenkreaturen. Maligraphien ist toll. Das endlose Archiv ist voller Bücher und damit auch Tinte. Ihr versteht, dass das ganz und gar nicht ideal ist, oder? Wer ist dieser Toad Replicanum? Eine Daedra. Ach echt? Ich habe ihren Namen auf Seitenränder gekritzelt gesehen. Doch erst als mich die Tinte angriff, fügten sich die Teile zusammen. Forschung kann unbequem sein, sogar schmerzhaft. Aber so etwas gab es noch nie. Ich habe einen Plan, sie zu bekämpfen. Doch mir fehlen die Fähigkeiten, um ihn durchzuführen. Was ist euer Plan? Nymone sind die wahren Namen von Daedra. Wenn wir die Teile des Nymons von Toad Replicanum sammeln, können wir diese nutzen, um sie zu beschwören und das endlose Archiv von ihrer Unbill zu befreien. Zumindest hoffe ich, dass wir das schaffen können. Ich bin nicht mittellos, falls euch das überzeugen kann. Ich helfe euch. Tretet ins Archiv ein. Die Maligraphien sind die beste Fährte, die wir haben. Geht also auf die Sphären aus instabiler Tinte zu und ihr werdet sie finden. Okay. Ich werde euch zusehen und so gut Hinweise geben, wie ich nur kann. Doch das Kämpfen überlasse ich euch. Was könnt ihr mir sonst noch das über die Maligraphien erzählen? Das ist nicht meine Stärke. Was könnt ihr mir sonst noch über die Maligraphien erzählen? Sie ähneln den Inhalten der Texte. Die meisten Bücher hier im Archiv sind historische Berichte. Sie scheinen auch unterschiedliche Temperamente zu haben. Manche sind friedlich, andere feindselig. Und nahezu alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken. Warum sind sie so unterschiedlich? Weil sie in verschiedenen Büchern stehen. Betrachtet es wie folgt. Ein Buch kann einen König als grausamen Eroberer oder als wohlmeinenden Volksfreund darstellen. Beide Beschreibungen sind womöglich wahr. Doch ein Text muss sich für eine entscheiden. Ist natürlich Quatsch, aber egal. Was die Unterschiede in der Stärke angeht, nicht alle Autoren sind gleichermaßen begabt. Das ist schon sehr seltsam. Woher wisst ihr, welche feindselig sind? Das merkt man in der Regel, nachdem sie angegriffen haben. Bin ich gewohnt. Die meisten Maligraphien werden mit euch kämpfen. Doch das heißt nicht, dass alle das tun werden. Haltet einfach Ausschau nach solchen, die sich gewalttätig verhalten. Gegen Gestalten aus Büchern zu kämpfen, klingt nicht sehr schwierig. Da hat aber jemand genauso wenig Tintenherz gelesen wie ich. Dann unterschätzt ihr die Macht des geschriebenen Wortes. Tue ich nicht. Denkt daran, dass diese Gestalten, wie ihr sie nennt, nicht mehr in ihren Büchern sind. Ein Schwert aus Tinte ist immer noch ein Schwert. Ich habe die Narben, um das zu belegen. Belegnarbe. Ne? Müssen wir uns merken. Ein neuer Begriff, die Belegnarbe. Inwiefern offenbaren wir das Nium von Toad Replicanum, wenn wir den Maligraphien folgen? Es rührt alles von der Tinte her. Die Maligraphien entstammen dem Buch. Und ich habe Kritzeleien zu Toad Replicanum an den Rändern vieler Seiten gesehen.
Ich bin in Sachen Forschung geübt genug, um zu wissen, wann ich kurz vor einer Entdeckung stehe. Da hast du aber nicht so viel Ahnung von Forschung, oder? Wie soll das Auffinden des Niums euch dabei helfen, Toadrekkikalen zu beschwören? Das Nymon ist der wahre Name eines Daedra. Ja, ich weiß. Wenn wir das Nymon haben, können wir sie in gewissem Maß kontrollieren. Ich bin nicht mächtig genug, um sie ganz aus dem Archiv zu verbannen. Doch ich glaube, in mir steckt genug Magie, um sie zu beschwören. Jetzt kommt wieder eine Resultat-Frage. Was ist das für ein Ort, SpongeBob? Das endlose Archiv beinhaltet Aufzeichnungen über Ereignisse, die waren oder sein könnten. Es gab noch andere, die diesen Ort als ihre Heimat sahen. Doch sie sind für das Archiv tot. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre. Das Endlose stellt viele von unseren Annahmen auf die Probe. Was meint ihr damit tot für das Archiv? Fäden des Schicksals, die alles im Archiv an das Verzeichnis binden. Reißt der Faden, kehrt der Gegenstand sicher zurück. Dies schützt die Folianten. Doch es ist auch hilfreich, wenn ein etwas ungeschickter Forscher seine Nase zu tief in ein Buch steckt und eine Steilwand hinunterspaziert. Und? Und jetzt scheint es so, als wären einige Bewohner des Archivs nicht mehr durch die Fäden geschützt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, warum dem so ist. Und es beunruhigt mich. Ich wäre verloren, wäre ich nicht mehr an das Verzeichnis gebunden. Was ist denn jetzt das Verzeichnis? Diese riesige Sphäre. Da sie an alles im Archiv gebunden ist, können wir mit ihr Bücher in der ganzen unendlichen Weite aufspüren. Die Navigation an diesem Ort würde uns ohne sie einiges an Kopfschmerzen bereiten. Waren noch andere hier? Ihr werdet Hinweise auf sie auf euren Reisen finden. Ich kenne ein paar, die nicht tot für das Archiv sind. Doch ich bin nicht sicher, ob sie schon auf die Malligraphien gestoßen sind. Ich werde mein Bestes geben, um euch zu ihnen zu lenken, wenn ich kann. Sie könnten euch helfen. Okay. Wo soll ich hin? Fadenweber? Nein. Ah. Öffnen. Ich bin sofort wieder da. Ich mache noch ein paar Türen zu, weil gleich steuert die Waschmaschine. Das muss ja nicht unbedingt auf der Aufnahme sein. Und los geht's. Ja, so habe ich mir das Reisen vorgestellt. Was habe ich denn gerade? Okay, das ist für den Anfang ganz gut. Ja. Wieso gehen die alle auf den Bastian? Okay, die sind nicht ohne. Aha. Schmeckt unseren Stahl! Das ist ja gut. Ist ja gut. Okay, das wird witzig. Die sind nicht ohne. Bis jetzt gab es noch nicht so furchtbar viele Belohnungen. Das ist alles nicht so. Das ist nicht so ohne. Und wenn ich das nicht gebrauchen kann. Ups, dann ist es jetzt eine Katze. Da ist ja noch einer.
schon heftig, ne? Aber es gibt gut Punkte. Es gibt immer etwas Neues zu lernen. Oh. Sie sind Vorteile, die so lange anhalten, wie euer nächster Kampf dauert. Verse können einen großen Unterschied machen, wenn man Wellen von Malligrafien abwehrt. Wählt einen Vers aus, während ich ein Portal erschaffe. Mhm. Ihr werdet regelmäßig vor Schaden beschädigt, als ein Schadensschild in Höhe von... Ne? Die Feinde hinterlassen eine Aura der Tapferkeit. Besiegte Feinde hinterlassen eine Aura in der Aura Höhe. So, wir machen den Schild. So. Und wer geht's weiter? Na toll. Ja. Ach so. Wir machen erstmal den da weg. Der sieht nicht brutal aus. Oh ja, da kommen noch welche nach. Kommt her. Weiß nicht, ob das jetzt meine Lieblingsaufgabe ist, aber egal. Warte mal. So, das ist schon gleich viel besser. Ich sollte mich wieder an meine... Ups. Wer ist das so? Bärchen ist immer gut. Ja, so ist übel. Ja, von tot. Wow, geht ja eigentlich, ne? Ich habe gehört, ihr habt gut gekämpft. Eure Belohnungen sind hier, falls ihr wollt. Ja, wo? So, ihr seid besser gegen jene gewappnet, die töricht genug seid, euch zu schaden. Erlittener direkter Schaden wird um 20% verringert, das ist gut. Gold ist uninteressant. So, was bringen denn jetzt die... Naja, egal. Bin gespannt, wie weit wir kommen. Ich weiß genau, wie weit. Diese Malligrafie. Ich erkenne sie. In diesem Fall ist das womöglich kein gutes Zeichen. Seid vorsichtig. Auf damit. Kannst du bitte mal auf den schießen? Ganz ruhig. Tief durchatmen. Werde ich an der ersten Mal die Kraft wie scheitern? Hör mal auf mit dem Scheiß. Ja. Es ist gut.
Mein Ziel ist überhaupt nicht immun. Hör mal auf. Geht doch. Wow. Zyklus 1 abgeschlossen. Immerhin. Hermeus Mora muss beeindruckt sein. Ihr habt ein Talent dafür, über derlei Dinge zu stolpern. Diese halten länger als Verse. Einen Augenblick. Was ist das? Das Fragment eines Mimons? Sie konnte nicht das.